da, du bist es wieder. Konnte meine Frau dir ein passendes Gastgeschenk nennen? Ja, konnte sie. Aber natürlich, eine Milchwurzel. Diese Silfen saufen das milchige Zeug so schnell, wie ich meinen guten Honigwein. Und der Effekt ist ebenfalls fast gleich. Wie auch immer, wenn du an den Silfen eine Milchwurzel mitbringst, wenn du den Silfen eine Milchwurzel mitbringst, werden sie dich vom ersten Moment an als gute Freundin betrachten. Lass mich das für dich einpacken. Ich fühle mich schon leicht benebelt. Aber Luna weiß ich, dass... wenn sie von hier ist, bekommt sie was, weil sie... Oh. Jetzt schon wieder so viel Liebe im Chat. Was nachher Dailys laufen und Abenteuerwurf gebrochen. Nur jetzt Glimm und ich brauche allergische Steine. So weit bin ich ja Gott sei Dank noch nicht. Das Einzige, was ich, wie gesagt, zurzeit brauche, sind Staatstaler. Staatstaler brauche ich en masse. Ich habe was mitgebracht für 125k. Boah, Alter. Ja, meine bringen zurzeit eher weniger was mit. Ich habe mir erlaubt, deine Milchwurzel gut einzupacken. Das sollte sie frisch halten und ihr zudem diese diesen furchtbaren Gestank ersparen. Hilfe. Die Silfen lieben das Zeug, aber ich würde eher an Schokobo-Dung schnüffeln. Der Gestank ist sogar noch schlimmer als der Atem des Moorbolts, der meinen Tagen als Abenteurer ein Ende bereitet hat. Wir können hier mit Sicherheit den ganzen Tag über Geschichten austauschen, aber du hast vermutlich Wichtigeres zu erledigen, oder? Die Silfen sind ein verschrobener Haufen, aber ich habe genug Zeit mit ihnen verbracht, um zu wissen, dass sie ein gutes Herz haben. Sie werden jemanden mit ehrbaren Absichten nicht abweisen. Möge deine Unterredung ergebnisreich sein, meine Freundin. Und schau doch auf dem Rückweg mal wieder hier vorbei. Dann können wir bei einem Krug Honigwein mal wieder alte Geschichten aufwärmen. Und bevor ich es vergesse. Amelaine möchte mit dir sprechen, bevor du aufbrichst. Gute Reise, meine Freundin. Und bitte grüße die Geflügelten von mir. Die kriegst du gut über... Mieter, die Staatszahler, da steht dir. Steht eine Amurabi. Oh, ja. Okay. Mal gucken. Brauche 2 Millionen für Glimm. Oh, scheiße. Ja, gut, 2 Millionen, da brauche ich ewig für. Also, wie gesagt, zur Zeit mache ich halt. Bestiarium halt. Also, das hier. Muss mal gucken, wie viel ich gleich brauche. Geh einfach gleich nochmal nach Gridania. Ja, weil sie mir meine Titania-Waffe für 1,7 Millionen verkauft. Ich hab noch 2 Flügel. Alter. Ich will auch. Aber wie gesagt, mit dem Scheiche dauert's. Da dauert's ja, bis ich überhaupt im Reborn fertig hab. Wenn ich heute Level 50 erreicht habe, dann... Gucke ich mal, ob ich Pignier oder ob ich Druide auf 50 mache. Ich habe übrigens das Fischen vergessen. Ich muss bis 18 Uhr warten. Na, erstmal mit dem Lurk. Ah, das ist klar, Luna. Nein, der Hut, den ich habe, kostet 500k. Der Preis fällt mal. Ja, dafür ist Bunny nur den eintragen. Alle anderen gehen nicht. Ja, stimmt. Bunny haben ja das Problem, dass so. Dass man die Kopfbedeckung ja nie sieht. Gut, bei meinen. Oder bei meiner Viera finde ich das gar nicht mal so verkehrt. Weil ich bin halt allgemein keiner für Kopfbedeckung. Hier habe ich das zwar gerade an, aber. Ja. Also, Heaven's Watch wird's gut, ich weiß. Wobei, ich sag mal so, ab dem dritten Patch von. Der siebten Ära geht's. Stellenweise, selbst für Reborn ist stellenweise gut, aber es gibt halt, die ersten 2 Patches sind richtig und zwischendrin ist es halt mal so zäh, wo du dir denkst, warum muss ich das denn jetzt machen? Kann das nicht jemand anderes erledigen?
Also wie gesagt, manchmal geht's. Du hast dich von dem alten Hartorn in der Kultur der Sylphen unterrichten lassen, oder? Nun, ich wüsste keinen Grund, deine Mission noch weiter zu verzögern. Bei deiner Ankunft in der Sylphenzuflucht solltest du eine junge Sylphe namens Komuxio aufsuchen. Sie fungiert als Vermittlerin zwischen unseren Völkern und genießt das volle Vertrauen der Ältesten des Sylphenstammes. Wie ich sehe, hat Hawthorne dir eine der stinkenden Wurzeln, die Sylphen so lieben, eingepackt. Ich habe jedoch etwas viel Wichtigeres für dich zu mir bringen: ein Schreiben der ältesten Saatzieherin. Das Schreiben bürgt für die Integrität der Gesandten. Das bist du. Und bekräftigt Redanias Wunsch nach einer friedvollen Beziehung mit unseren langjährigen Freundinnen im Wald. Der Krieg mit den Xer hat unsere Ressourcen ganz schön strapaziert. Wir können uns keinen weiteren Konflikt leisten. Ich muss dir wohl kaum einschärfen, wie wichtig diese Mission ist. Mögen die 12 mit dir sein. Wunderbar. Problem ist, ich kann keine Schatzkarten machen alleine und ich bräuchte Pets und Material daraus. Oh. Ja, gut, das ist ganz mies. Muss tatsächlich ehrlich gesagt sagen, ich habe noch nie eine Schatzkarte gemacht. Schatzkarten habe ich noch nie mitgemacht. Ist wie ich einen Palast der Toten und Eureka machen will. Aber ich habe keinen Charme. Hab keinen, der mitmacht. Ja, deine mag ich das da nicht rein. Ja, Palast der Toten bin ich ein bisschen angefressen. Palast der Toten mag ich ja weniger. Eureka würde ich tatsächlich auf jeden Fall mitmachen. Aber gut, geht halt doch nicht. Leider. Aber Eureka würde ich tatsächlich gerne mal ran. Auch wenn mir sämtliche Leute von abraten. Ich möchte es trotzdem. Ich habe es halt einmal bei. Was? Nashi? Ich glaube, bei Nashi habe ich es einmal gesehen. Und so schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Kann man ja mal machen, ne? Also, man muss das ja nicht täglich stundenlang machen. Aber so. Mal. Eureka ist geil. Du bist aber einer der wenigen, die das sagen. Die meisten sagen, oh Gott, das bloß nicht. Mach den Scheiß alleine. Ich spiele Solo-Only. Ich muss auf alles verzichten, was ich haben will. Also, wie gesagt, Palast der Toten. Problem ist, ich habe versucht, so oft eine Gruppe für zusammenzukriegen. Es hat nie so sollen sein. Aus Gründen. Teils berechtigt, teils unberechtigt. Gut, die Leute, bei denen es unberechtigt war. Sind doch nicht mehr der Rede wert. Aber es war dann halt auch immer so ein Absprachending. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr und habe dann gesagt, okay, nee, dann gehe ich alleine rein. Ja. Und als ich dann drin war, haben sie alle hier geschrien, wo ich dann auch gedacht habe, ja, hätte man ja machen können. Wolltet ja nicht. Also, ne? Ich bin da ein bisschen vorgeschädigt, was Palast der Toten angeht. Hinzu kommt, dass ich immer so tolle Gruppen hatte, dass ich eigentlich immer nur tot am Boden gelegen habe. Am geilsten war halt, wo ich einmal, es war noch mit einem alten Kumpel von mir, das war letztes Jahr, glaube ich. Palast der Toten, ich als Beschwörer drin gewesen. Wir hatten keinen Heiler. Wir waren, ich glaube, zwei Tanks, zwei DDs. Ich sollte den Heilerjob übernehmen. Dass ich aber kein Heiler bin. Ja, ich habe halt Zauber. Aber ich war zu dem Zeitpunkt erstmal noch nur Hermetiker und zum anderen. Wie? Ja, ich hatte Spondi. Ich habe auch wiederbelebt. Aber ich habe halt keine Heilung großartig gehabt. Und dann wurde es toxisch und kam der Hate. Wo ich dann aber gesagt habe, ich bin Hermetiker. Bin ich dafür zuständig? Ich heile. Ich habe euch geheilt. Aber dann dürft ihr auch nicht in den AOEs weiterhin drin stehen bleiben, ne? Ja, das hat nicht so ganz gepasst. Und ja, ich bin vorgeschädigt, was Palast der Toten angeht. Irgendwann gehe ich mal rein. Das dauert aber noch. Und wer dann mitmacht, kann sich gerne anschließen. Ich glaube, Palast der Toten könnte ich jetzt sogar schon freispielen.
oder Freiquesten-Dings sind. Die Quest ist, glaube ich, schon in Gridania vorhanden. Aber. Das mache ich eh erst, wenn ich Tamtara die zweite habe. Wie die Sachen aus Palast der Toten haben, Glimp, Maus und Pets. Bro, Glimp, Pets und Maus aus Eureka. Ich brauche aus beiden. Ich hätte beides gern. Brian geht immer auf dem gleichen Level bleiben, sonst wird's Mist. Ding, mache ich Eureka solo. Ja, gut. Ich weiß tatsächlich noch nicht mal, wie ich in Eureka reinkomme. Also mit dem anderen Char. Du kennst ihn ja. Hab bald das Gebiet für die Rüstung und die Relics. Nice. Für Eureka, macht die sonst Grand Banda ewig. Mach Serie oder Video an und dann gib ihn. Also ähnlich wie ich gerade bei der Insel. Ich will die Leuchtewaffen haben. Bin auf Level 17. Eureka mit meinen. Alleine zu Udo. Ohne ihn zum Reden leveln. Außerdem muss ich Palast der Toten machen, um Himmelheim freizuschalten. Ich hab's bis heute nicht freigeschalten. Der Schaf ist nice. Statt Iguna Luna. Geil. Schwörer passt halt auch einfach. Okay. Komuxio. Machen wir mal. Die Laufende ist der Meinigen nicht bekannt. Die Meinige traut fremden Laufenden nicht. Die Laufende sollte heimgehen und die Meinige in Ruhe lassen. Boah, ich hasse es jetzt schon. Ich hab jetzt schon wieder einen Hass. Weil ich recht oft tanzen muss. Als anderes, was haltet ihr von Buttermilch? Ich liebe Buttermilch. Buttermilch ist geil. Genauso wie Zitrone-Buttermilch. Oder Lemon-Buttermilch. So geil. So geil. Ich liebe es. Die Meinige heißt die Laufende, die sich wie die Unsrigen bewegt, willkommen. Wenn die Laufende mit der Meinigen sprechen möchte, wird die Meinige antworten. Die Meinige ist beschäftigt, daher sollte ich die Laufende kurz... Sollte sich die Laufende kurz fassen. Dann Prost. Magst du das etwa nicht? ich trinke nur die reine Buttermilch. Aber Zitronen ist ja lecker. Oder Lemon Buttermilch ist auch lecker. Aber die normale ist auch gut. Die normale ist auch in Ordnung. Aber nicht, wenn man eher alles allein macht. Da hast du nur Bock, auch noch allein zu machen. Aber leider ist Feinde voll mit Vollidioten. Wenn ihr bessere Gruppen und Leute findet, wo man lieber mitspielt, ist mit mir. Und dann, fallen das mit Vollidioten umzuplagen. Da bleibe ich lieber so und verzichte auf alles. Fein, eine feste Gruppe zu finden zum Kotzen. Es ist schwierig. Also ich sag mal, bevor ich angefangen habe mit Stream, bevor ich halt Leute kennengelernt habe, die auch Feinde gespielt haben, ich habe auch immer allein gespielt. Ich bin auch nicht weit gekommen, ich habe Feinde dann auch relativ schnell fallen lassen, weil es ist schwierig, wenn man in keiner Gilde ist, Leute kennenzulernen, finde ich. Aber das ist in allen MMOs ein bisschen schwierig. Den Feinde habe ich bis jetzt den besten Anschluss bekommen, aber tatsächlich auch nur durch Stream. Nur dadurch, dass ich das als Streamer habe, ich Luna kennengelernt, habe ich Hybrid kennengelernt. Und, ne, da hatte dann halt Leute. No. Und nur durch Freunde schaffe ich es auch hier meine Gilden, oder meinen Gildenauftrag hier mal, also meinen Gildenantrag fertig zu kriegen. Oder auf eine Person warte ich sowieso noch. Hab ja noch die Hoffnung, dass Gideon noch online kommt. Glaub's aber nicht. Weil Wochenende. Aber spätestens morgen. Dann mal gucken.
Mal gucken. Ich mache zwar mittlerweile auch viel allein, aber einfach, weil ich gefrustet bin, aber meistens auch, weil ich alleine bessere Konzentration für habe. Oder beziehungsweise bin ich dann auch nicht dran gebunden an feste Zeiten. Aber es gibt da ja so Dinge wie Palast der Toten oder Tanks leveln oder sowas, die mache ich einfach nicht alleine. Weil... Einfach nur wirk. Das ist einfach nervig. Eureka würde ich sogar alleine machen. Ich weiß halt nur noch nicht mal wo. Ich habe, glaube ich, die Quest oder... Hattet ihr Quest? Ich habe sie mittlerweile auch einfach entfernt, weil ich sie eh nicht gemacht habe. Ich weiß es nicht genau. Ich hatte auf jeden Fall mal die Quest, das weiß ich. Weiß wohl nicht, ob ich sie abgegeben habe. Und da bei Eureka eh immer alle gesagt haben, bäh, nee, mach das alleine, da kriegen wir keine 10 Pferde rein. Habe ich sowieso nicht nachgefragt. Vergessen? Ja. Was ich mit jemandem zusammen mache, das ist mit Hybrid, ist die Relik. Also die Realm Reborn Reliktwaffe. Die müssen wir unbedingt noch weitermachen. Vielleicht finden wir da die Tage mal wieder. Weil den Schatz spiele ich ja nicht mehr im Stream. Das heißt, da muss ich gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Am Wochenende ist jetzt einfach schwierig, außer spätabends. Und ja. Einfach ja. Das habe ich auch nur, oder die Reliktwaffe habe ich auch nur angefangen. Ja, Hybrid gesagt hat, er möchte auch seine Reliktwaffe machen. Ich glaube, sonst hätte ich die nicht angefangen. Weil ich finde das allein echt öde. Vor allem habe ich halt keine Ahnung, was man machen muss. Und die Streams waren witzig. Weil ich mache halt einfach mal so einen kompletten Einzelstream nur mit Relic. Je nachdem, wie Hybrid Zeit hat. Die Laufen hat ein Geschenk für die Unsrigen. Die Laufen ist eine nette. Ich lese gleich weiter. Ich will nur erstmal hier zumindest abgeben. Die Laufende bringt eine Milchwurzel. Die Milchwurzel erfüllt die Meinige mit Freude. Die Meinige dankt dir. Die Laufende hat ein Wortpapier für die Ältigste. Die Milchwurzel der Laufenden macht die Meinige glücklich. Die Meinige wird der Ältigsten das Wortpapier geben. Die Laufende kann ganz beruhigt sein. Ah je. Ich habe noch nie was von der ach so tollen Community erlebt, denn feine LFC ist für den Müll. Du findest nirgendwo Anschluss, ist unmöglich. Hab so viel Zeit für nichts verschwendet. Wenn du keine Solo anfängst, bleibst du auch allein. Wir müssen wir ihn farmen oder sonst was finden. Jetzt mal wen, der hilft. Der ist dann aber nach dem Dungeon weg. Bringt mir halt auch nichts. Auch wenn du mal alleine bist, bleibst du auch allein. Wir müssen irgendwo Anschluss finden. Und du hast meine Zeit für Vollidioten zu verschwenden, wo ich nichts von habe. Feine Solo ohne zu spielen, da die Community Müll ist. Also, es kommt halt drauf an. Es gibt halt wirklich Leute, die für Müll sind. Bei uns, ich sag mal so, Kitty ist sowieso immer da. Also ich rede jetzt halt von meiner Gilde auf Shiva. Wir sind klein, wir sind gerade noch im Aufbau. Aber Kitty und ich sind in der Woche sowieso immer online. Kitty ist eigentlich sowieso immer online. Ich glaube, es gibt eigentlich fast keinen Tag, wo er mal nicht online ist. Und wir helfen tatsächlich viel, machen auch viel. Also, klar, es ist schwierig. Es gibt auch viele FGs. Ich hatte, bevor ich meine auf Shiva hatte, ich wurde in so viele eingeladen und irgendwie war auch alles nicht so meins. Weil entweder war halt, ne, dass du die ganzen Savage-Sachen nur gemacht hast, wo ich erstens noch gar nicht so weit war, zweitens auch gar keine Ahnung bzw. auch keine Lust drauf hatte, oder du warst mal ein paar Tage nicht da, wurdest dann angekackt und rausgeworfen. Das hatte ich halt zum Beispiel. Und dann habe ich halt gesagt, gut, okay, mache ich meine eigene. Lief auch. Dann hatten wir aber viele Twinks, deswegen sind wir jetzt halt nur noch klein, machen aber oder versuchen jetzt halt auch alles irgendwie da zusammen zu machen, was Dailies angeht oder wenn
farmen zum Beispiel die Wölfe. Die haben wir halt auch in einer großen Gruppe gefarmt. So lange, bis jeder alles hatte. Haben auch aus anderen Gildern welche mit. Oder halt komplett Community halt zum Beispiel. Von. Ich glaube sogar von mehreren Servern aus. Ich glaube, wir hatten sogar jemanden, der von Phoenix rüberkam. Also bei uns geht das eigentlich sogar. Bei uns sind immer Leute da, die helfen. Und Kitty rennt sowieso überall mit. Hybrid eigentlich auch, wenn Hybrid Zeit hat. Und ich eigentlich auch. Sogar im Stream. Ich habe es sogar auch schon so gemacht, dass wenn Sachen anstanden, dass ich einfach umgelockt habe. Ein Kumpel zum Beispiel, als Endwalker rauskam und er ungern mit Randoms laufen wollte. Er hatte halt seine Heilerin, also seine Freundin als Heilerin und er war Tank. Und sie hatten halt keine Lust auf Random-DDs und dann habe ich halt immer gesagt, gut, okay, dann sagt mir Bescheid, wenn ihr in den, zu den Indies kommt, dann logge ich schnell um. Ich habe mich umgelockt und bin mit ihm mitgelaufen. Damit sie nicht mit Randoms laufen mussten, weil ich die Story halt schon durch hatte. Habe ich zum Beispiel auch gemacht, habe ich auch kein Problem mit. Also ich bin da recht flexibel. Was ich halt auch viel kenne, sind halt diese ganzen toxischen Leute, die dann halt den ganzen Chat zu spammen mit Schnauze und halt die Fresse und sonstigen Beleidigungen. Das hatte ich jetzt auch die letzten Wochen. War zwar nicht mich betreffend, aber ich habe es halt gelesen und ja. Mir mein Teil dazu gedacht. Weil Fehler passieren nun mal und bei dem Run, den wir da hatten, es war unnötig. Das war der zweite Vibe. Es war halt aus Versehen und es war sowas von dämlich. Was die Leute sich dabei gedacht haben, da sag ich, oh, das spielt doch alle. Die Laufende möchte mit den Unsrigen sprechen. Dann sollte die Laufende sprechen. Hi. Ihr seid gegrüßt, Silfe-Freundin. Wir kommen als Gesandte von Gridania, das seit Generationen im Einklang mit eurem Stamm lebt. So ist es. Wir sind gekommen, um eurer Ältesten die Ehre zu erweisen, um mehr über Ramo von ihr zu erfahren. Die Laufende kommt aus Gridania. Warum haben die Laufenden das nicht eher gesagt? Die meinige mag keine Tricks. Die Laufenden sind zu Tanzinnen geworden und die Laufenden haben mich Wurzel gebracht. Aber die meinige traut den Eurigen nicht. Die meinige wird nicht versprechen. Die Älteste ist beschäftigt. Die Laufenden sollten heimgehen. Was hat das zu bedeuten? Die Silfen hier haben die Gridania doch immer mit offenen Flügeln empfangen. Das Wortpapier von Adaria ist ja ein Friedensschwur von der ältesten Saatseherin. Ihr wollt uns dennoch abweisen? Die Meinige hat Gründe, die Laufenden nichts angehen. Die Ältigste hat keine Worte für Gridania. Die Laufenden verschwenden ihre Zeit und die Meinige. Oh, so abgewiesen zu werden, womit haben wir das verdient? Vielleicht war der Freudentanz von Adaria nicht freudig genug. Hallo? Ich bin auch überfragt, aber etwas sagt mir, dass jüngste Vorkommnisse unsere geflügelten Freunde enormes Trausch gemacht haben. Wir sollten uns in der Gegend umhören, um herauszufinden, wie wir ihr Vertrauen gewinnen können. Yay! Smile! Ich bin auf Alpha. Mein erster Account, wo ich gelöscht habe, war Shiva. War mein Licht und mir ein Schatz nach Alpha. Das große Problem, alle FC haben null Bock auf Low-Content, also keinen Bock auf Vögel, Wölfe und so Farmen. Alle FC sind nur Endgame geil. Game ist für mich uninteressant und öde. Im alten Schaf fehlt alles. Mein Schaf fehlen Wölfe und Wyvern. FC hat niemand Lust auf Sachen, die ich machen will, so komm ich halt nicht weiter. Keiner meiner Schafs ist in einem FC, nur dass der eine, den ich jetzt spiele, auch nur, weil es Buff on die FC ist. Also, gut, wie Hybrid sagt, die Pferde und die Vögel kannst du ja zum Beispiel alleine machen. Aber wir haben zum Beispiel, als ich die Vögel noch nicht hatte, ich glaube, nee, ich hatte die Vögel schon, Kitty hatte die Vögel nicht und Mappa, auch jemand aus unserer Gilde, hatte die Vögel auch noch nicht. Wir haben die Vögel dann trotzdem gemacht. Wir haben sie Unsync gemacht, ja. Aber wir haben die Vögel gefarmt. Ich habe auch kein Problem tatsächlich, die Pferde, die Vögel, die Wölfe, gut, die Wölfe sowieso, Sync zu laufen. Habe ich auch kein Problem mit. Gut, ich würde nicht als Heiler mitlaufen, weil
habe ich doch ein bisschen Respekt vor. Aber ich würde so halt mitlaufen. Ich habe da halt überhaupt kein Problem mit. Ich biete das ja auch immer an. Deswegen. Also. Das wäre bei uns gar kein Problem. Und ich bin sowieso immer. Ohne Witz, ich bin tatsächlich einer der Menschen. Ich bin tatsächlich geil darauf, die Pferde und die Vögel zu machen. Obwohl ich sie schon habe. Also mit meinem Main. Gut, jetzt mit dem hier brauche ich sie dann sowieso nochmal. Das ist. Ne? Mache ich sowieso. Komme ich nicht drum. Bei mir zum Beispiel, ich würde auch gerne. Verschlungene Schatten, also den Barmut-Raid. Würde ich auch gerne Sync machen. Macht mit mir auch keiner. Zumindest kriegen wir einfach keine Gruppe zusammen, sagen wir es so. Es würden schon Leute mitmachen, aber wir wären einfach keine volle Gruppe für Sync. Da habe ich mich auch mit abgefunden. Aber gut. Aber ich würde es halt immer mitlaufen, tatsächlich. Kitty und ich haben das sehr oft gemacht. Ich glaube, Hybrid hat ja auch mit mir die. Ich weiß gar nicht, Wölfe. Hatten wir die Wölfe zusammen? Doch, die Wölfe haben wir auch versucht. Bei den Pferden. Wer hat denn mit mir die Pferde. Wer von euch hat mit mir die Pferde gemacht? Ich weiß, dass Dufte mit bei war. Und ich weiß nicht mehr, mit wem wir da hauptsächlich. Ich glaube, mit dir, Hybrid, und mit Dera. Haben wir, glaube ich, die. Ja, mit Mappa sowieso. Für Mappa haben wir ja nochmal nachgeholt. Aber Dufte und ich waren die Ersten. Dufte war schneller als Mappa. Ich meine, ihr Bein war das, glaube ich. Dera hat, glaube ich, mit uns durchgezogen. Oder warst du das? Irgendeiner hat mit von euch hat auf jeden Fall mit uns durchgezogen. Der hat dann auch die letzten noch gemacht. Und die Vögel haben uns ja alle komplett durchgewechselt. Zurit war ja mal mit bei, Mira war mit bei, Dera war mit bei. Eigentlich alle irgendwie. Also. Wenn man uns fragt oder wenn man sagt, hey, habt ihr Lust, die Wölfe oder die Pferde oder sowas zu machen? Tag, Datum. Es sei denn, man hat direkt Zeit. Und gib ihm. Also es kommt dann halt immer drauf an, ob man drauf besteht, ob man es an Sync macht oder ob man Sync machen will. Wenn man drauf besteht, das Sync zu machen, ja, ist schwierig, aber nicht unmöglich. Also wir bieten es tatsächlich immer an. Haben auch extra einen Gildenchat dafür. Also einen Gildendiscord, tatsächlich. Wo wir das dann. Wo wir öfters fragen. Kitty und ich wollen uns auch bald an die Drachen machen. Also an diese Vivern. Aber erst. Was, nächste Woche? Nee, übernächste, glaube ich. Ich glaube, übernächste Woche. Weil wir für unsere beiden Schafs halt auch noch die Drachis brauchen. Und dann irgendwann kommt doch der aktuelle Content. Sag mal, Daria, bist du in der Stimmung für ein kleines Tänzchen? Nein. Ja, ich rede von Tanzen. Mir ist gerade ein Licht aufgegangen. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, die traditionelle Begrüßung der Sylphen zu lernen. Doch haben wir viele Bewohner der Sylphenzuflucht noch gar nicht unsere Aufwartung gemacht. Wenn wir sie mit einer kleinen Darbietung unserer tänzerischen Künste beeindrucken, haben sie sicherlich keinerlei Zweifel mehr an unseren Absichten. Sonst macht sich schließlich niemand derartig zum Opo-Opo, oder? Wenn ich in einer FC bin, spiele ich Solo, so wie immer. Bin immer nur für Event da. Es ist mir egal, wenn ihr keine Lust habt, das zu machen. Warum soll ich mich um die FC kümmern? Ich bin. Ein FC genauso allein wie und lohnt sich nicht. Für Baumut wen gefunden, der das Unsync macht. Baumut auch mal Sync sehen. Wie es ist, aber da geht gar nichts leider. Ja, es ist halt bei mir auch so. Wie gesagt, ich versuche halt auch immer
für Dingens was zu finden, aber so. Muss ich halt irgendwie auch mal gucken, dass ich da eine Sync-Gruppe für krieg. Mehr für Sync zum Lernen, aber um Ravana X freizuschalten, ja, da brauche ich wen, der den klatscht, weil ich war Sync drin, wurde abgebrochen, weil wir es alle nicht geschafft haben. Sync ist so gut wie unmöglich zu machen, leider. Also ich habe halt tatsächlich kein Problem, das Ding zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ich kenne ich Ravana Sync? Glaube ja. Ich glaube, Ravana habe ich auch normal gemacht, tatsächlich. Ravana müsste ich meine ich normal gemacht haben. Genauso wie... Komme ich jetzt drauf? Nein. Ich glaube, was Nidhogg? Habe ich Nidhogg normal gemacht? Nee, irgendwas anderes hatte ich normal gemacht. Ich glaube, Bismarck. Bismarck hatte ich normal gemacht. Bei den Pferden hatte ich nichts normal, glaube ich. Oder Titan. Mit Inhalten macht halt niemand mehr Sync, weil Zeitverschwendung. Also an Sync ja. Wie gesagt, Vögel und Pferde kann man hier wunderbar alleine mittlerweile. Für Sync ist schwierig, aber nicht unmöglich. Nicht unmöglich. Und wenn, ansonsten kann man ja auch mal in der Community fragen. Ist halt nur immer schwierig, dass dann die mitmachen würden, dass sie dann auch da sind. Dem Tag. Der Magen der Laufenden grummelt. Die Meinige macht kein Essen. Die Meinige kocht Borke und Pflanzensamen, um Fäden zu färben. Farbige Fäden müssen fröhlich sein. Genau wie eine Begrüßung. Ja, ich muss ja tanzen. Stimmt, da war ja was. Oh, die Laufende kennt den Freudentanz. Der Freudentanz lässt das Herz der Meinigen vor Freude hüpfen. Die Beidigen sollten Freunde sein. Yay, eine Silbenfreundin. Yippie-yay. Huch. Genau. Tanzen. Bitte tanz für uns. Tanz einfach. Die Laufende möchte eine Freundin der Unsrigen sein. Die Meinige ist hoch erfreut, aber die Meinige behält die Geheimnisse der Weberei für sich. Selbst wenn die Laufende das Geheimnis erführe, könnte die Laufende nicht auf die gleiche Art weben. Wir haben doch gar nichts gemacht. Nein, nicht den Schokobo-Anklick, bitte. Was will die Laufende von der Meinigen? Die Älteste hat der Meinigen befohlen, nicht mit Fremden zu laufen. Mit Fremden laufen und zu reden. So, ja. Und tanzen. Nein! Nein! Ah, die Laufende ist eine Freundin der Unsrigen. Freundlich wie die gütige Älteste der Waldstadt. Weiß, wie man sich in die Herzen der Unsrigen tanzt. Jo. Ich mache mir einmal ganz kurz Story hier, weil sonst sitzen wir hier in 3 Stunden noch. Ist halt auch schon ewig her, ne? Daher, willst du die gute Nachricht oder die bessere Nachricht hören? Die gute Nachricht ist, dass dein Tanzen die Sylphen sehr aufgeheitert hat. Die bessere Nachricht... Tja, ich habe mich gerade von meinem Beinkrämpfen What? Auf zu unserem nächsten Abenteuer. Yay! Hmm.
Es ist halt schwierig. Die Sachen halt auch Sync zu machen, wenn es zumindest vom Spiel aus die Möglichkeit gibt, es an Sync zu machen. Ist halt schwierig. Ich mache halt beides zum Beispiel. Ich mache beides gerne. Und es gibt auch zumindest Leute, die ich kenne, die auch bereit sind, mitzulaufen, wenn es mal Sync ist. Schwierig ist es halt, die Gruppen voll zu kriegen, wenn es mal Sync sein soll. Und schlimmer finde ich eigentlich auch die, wenn man mal eine Gruppe hat, die rausgehen, sobald sie ihren Loot haben. Ich glaube, die Leute sind sogar noch schlimmer als die Leute, die auch unsync die Sachen machen. Weil ich mache die Sachen auch unsync teilweise. Aber wenn mich jemand fragt, gehst du sync mit rein, habe ich kein Problem, damit reinzugehen. Mehr als anbieten kann man es nicht. Finde ich. Und auch mehr als fragen. Wenn das eine ist halt auch, wenn keiner fragt, dann kann man es auch nicht machen. Weil man dann nicht weiß, dass das der Bedarf für da ist. Es ist halt schwierig. Aber es gibt halt auch Gilden, die tatsächlich das nicht machen. Die dann halt wirklich nur das den aktuellen Content machen. Höchstens vielleicht noch den danach. Also der, der davor kam. Es ist schon schwierig. Aidaria, ich nehme an, als Abenteurerin bist du es gewohnt, anderen Leuten in Not zu helfen. Geschichten über gute Taten verbreiten sich schnell. Eine Abenteurerin, die der örtlichen Bevölkerung zur Hand geht, kann über Nacht von einer Fremden zu einer Heldin werden. Du weißt sicherlich, worauf ich hinaus will. Die Sylphen in der Zuflucht sind aus ihrer Heimat vertrieben worden. Sicherlich haben sie eine Menge Sorgen und Probleme. Suche die Sylphen in Not auf und versuche, ihre Sorgen zu lindern. Ein guter Plan, findest du nicht auch? Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Sylphen ihre Probleme nicht jedem dahergelaufenen Fremden anvertrauen. Du solltest dich daher erstmal an die Druidin Imedia wenden. Von den Kretanien, die hier leben, kann sie sich vermutlich am besten mit den Sorgen der Sylphen aus. Kennt sich am besten. Das soll ich gut wenig lernen. Der Fall ist ein Gehetzes. Will ich um Geduld haben, läuft dir nichts weg. Das stimmt. Wobei, wie gesagt, manche sind halt hetzen echt, aber ich habe halt wenige gesehen, die hetzen. Also ich kenne tatsächlich wenige, die hetzen. Also klar, ich hatte schon mal solche, das will ich auch nicht abstreiten. Es gibt tatsächlich solche Vollidioten. Aber ich hatte tatsächlich wenige. Ich bin auch oft, selbst wenn ich mit einem Twink in der Gruppe bin, wir hatten jetzt... Im aktuellen Content, wie auch in einem alten Content, einen Tank, der hatte das schon gemacht. Und er hatte aber sich tatsächlich Zeit gelassen, gewartet, bis man sich alles angeguckt hat. Im alten wie im neuen Content hatte ich jetzt zwei. Und das war richtig cool. Und das war halt auch etwas, was auch richtig mega Spaß gemacht hat. Und es gibt auch solche Spieler. Es gibt auch solche. Es gibt aber halt auch Idioten. Aber die gibt's überall. Aber ich finde, WoW ist halt tatsächlich noch deutlich schlimmer als Final. Hier ist... Oh. Geht. Oh, da sie juckt. Oh, eine Abenteurerin. Was kann ich für dich tun? Geld, Macht, Reichtum. Ach nee, Geld hatte ich ja schon. Ein Haus, ein Pferd? Okay. Den Gebietern sei Dank. Die Sylphen in der Sylphenzuflucht haben ein wenig Hilfe bitter nötigt. Die Sylphenzuflucht ist eine provisorische Siedlung und bietet daher wenig Komfort vor allem aber keinen besonderen Schutzmaßnahmen. Da verirren sich häufig wilde Kreaturen in der Siedlung und terrorisieren die unglückseligen Bewohner. Ja. Wenn du jemals einen jungen Cis und eine Gallenschnarke ausschalten könntest, wären die Sylphen und ich dir ewig dankbar. Könntest du darüber hinaus vielleicht drei Rotwutpilze sammeln? Sie spielen eine wichtige Rolle im Leben der Sylphen. Frag mich nicht, wozu sie genau verwendet werden. Und bei all dem Getier, das durch die Wälder streift, sind sie nicht leicht zu bekommen. Wenn du damit fertig bist, solltest du Komuxio aufsuchen. Sie wird nur langsam mit Fremden warm. Aber deine guten Absichten werden ihr nicht entgehen. Das sagt mir meine Erfahrung. Yay! Gibt es... Ich fange... läuft ja nicht weg. Und MSQ kann auch mal liegen bleiben. Mach eh lieber Sidequests als MSQ. Du bist aber
einer von wenigen. Also ich mache tatsächlich alles gerne. Ich werde immer doof angeguckt, wenn ich Nebenquests mache. Ich werde immer richtig blöd angeguckt. Nein, das ist mir gesagt, ich ja gar nicht mehr. Ja, aber ich will das machen. Ach nee, ich brauche dir nur ein. Oh. Hammer. Hammer. Und jetzt bin ich ja nur auf Chaos für Dungeons. Auf Light nur jetzt für den Dungeons. Wir haben keine Geduld bei Vibe of Light. Ein Vibe alle sofort raus. Mein Abenteuerbuch mache ich auch alles Sync. Aber dann, wie Halbe schon sagt, dann hast du aber echt Pech. Dann hast du richtig, richtig Pech. Also, wie gesagt, ich kann nicht abstreiten. Es gibt solche, hatte ich auch schon. Aber ich hatte echt viele oder verdammt viel Glück bei meinen Gruppen bisher. Ich hatte auch einmal, ich glaube, das war für irgendeinen Wolf. Irgendein feuriges Viech. Hatte ich auch meine Gruppe aufgemacht und das hat auch super geklappt. Also ich kann mich tatsächlich kaum beschweren. Wie gesagt, das letzte Ding war halt, wo ich mit Kitty drin war und er hatte halt einen Fehler gemacht. Passiert. Und dann wurde die Gruppe toxisch. Das war jetzt das letzte Ding. Also das letzte große, wo ich sage, okay, Leute, legt euch ab. Das ist nur ein Kampf gewesen. Und vorher sind wir auch einmal gewiped. Ist jetzt hier nichts Wildes. Ja, von daher. Also das war das letzte große. Ansonsten habe ich bisher immer Glück gehabt mit meinen Gruppen. Gut, was FGs angeht, kann ich wenig zu sagen, weil ich bin eh immer ein Fan davon, meine eigene zu haben. Egal, ob ich alleine drin bin und einfach nur meine Ruhe habe vor irgendwelchen Anfragen. Ja, ich weiß, ich könnte mir eigentlich auch auf beschäftigt oder wie das heißt, das stellen, aber... Nee. 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 Ist auch doof. Die Tanze ist noch immer hier. Die Tanzende kann die ganze Nacht über tanzen. Das Vertrauen der Meinige ist nicht so leicht zu erringen. Die Tanzende bringt der Meinige Rotwutpilze. Die Meinige kann wieder Fäden färben. Die Meinige ist erfreut. Die Tanzende tötet die Beißenden und Surrenden. Die Meinige hasst die Beißenden und Surrenden. Die Tanzende ist nett, sehr nett. Viele laufen und kommen zu den Unsrigen, aber wenige sind so freundlich wie die Tanzende. Vielleicht war es falsch, von den Meinigen der Tanzenden nicht zu trauen. Yay. Die Meinige bittet die Tanzende um Verzeihung. Die Unsrigen haben viele Probleme, seit die Laufende das letzte Mal hier waren. Die Meinige muss vorsichtig sein. Immer vorsichtig. Aber die Tanzende ist nicht wie die anderen Laufenden. Die Meinige traut den Tanzenden. Traute Tanzenden. Die Meinige möchte die Tanzenden um Hilfe bitten. Seltsame Laufende mit Körpern aus Metall wurden in der Heimat der Unsrigen gesichtet. Wo kommen die Metalligen her? Die Meinige denkt, die Metalligen kommen aus dem Kaiserreich. Wo das Kaiserreich hingeht, werden viele Leben zu Toten. Bäume fallen und Büsche brennen. Die Heimat der Unsrigen ist in Gefahr. Die Meinige bittet die Tanzende, der Meinigen zu helfen. Die Tanzende ist eine Freundin der Unsrigen und der Laufenden, nicht wahr? Die Tanzende muss mit den Unsrigen hier und den Laufenden im großen Hüttenhaus sprechen, um mehr herauszufinden. Die Meinige hat ein ungutes Gefühl. Die Meinige fürchtet, die Metalligen sind auf der Suche nach. Aber die Meinige sollte nicht weiterreden. Die Meinige vertraut auf die Hilfe der Tanzenden. Juhu! hab kein Glück auch in... Ich habe ein Händchen dafür, dass immer nur schlechte Erfahrungen mit Menschen... Nicht mit... leider ist noch mehr schlechte Erfahrung. Chaos viel aktiver als Light. Wenn du hier Unfug in den Städten machst, machen Leute random mit. Nicht wie auf Light, wo niemand reagiert. Ich würde das sogar richtige Cosplay-FC. Auf Chaos, die Piraten, Steampunk. Hast du auf Light nicht sowas. Oder wie die Scheibenwelt-FC, wo die Scheibenwelt-IP machen. Also ich weiß,
das auf Shiva zumindest RP gemacht wird. Weil ich kann halt zwei die RP machen. Ansonsten, es sind halt nicht ganz so mein Ding, deswegen kenne ich mich dazu jetzt, oder kann ich dazu tatsächlich gar nichts sagen. Das beobachte ich halt auch nicht so. Aber was ich halt weiß, wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, in Gridania, wenn ich dazu manchmal im Marktplatz stehe und tanze, oder mich einfach hinhocke, hocken sich manchmal auch Leute dazu. Die schreiben jetzt nicht unbedingt, aber... Oder als Lala. Als Lala wirst du jetzt ständig angetatscht. Da reagiert ja jeder auf jeden. Aber wie gesagt, was FGs angeht, da bin ich dann halt leider raus. Weil auf Shiva bin ich seit... Oh, seit wann habe ich das? Seit Heavensward habe ich meine FG. In Heavensward habe ich meine gegründet, glaube ich. Also über ein Jahr schon her, dass ich die habe. Und seitdem, logischerweise, nirgendwo anders gewesen. Jo, ich will mir aber einmal noch mal ganz kurz was zu trinken. Weil Kehle, durstig, lesen. Lesen viel! Ich kann die meinige und die deinige nicht mehr lesen. Ich bin froh, wenn wir von den Silphen wieder weg sind. Jo, also ich bin gleich wieder zurück.